Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder eine Runde Bloons Tower Defense 5. Und wir gehen zu Dschungel auf Medium, wenn ich es finde. So, da sind wir. So, und dann schauen wir mal was anderes so nebenbei mal, bevor wir hier anfangen. Und zwar Vektorschrift. So, was ist das für eine Zahl? 15 Millionen, holy shit, bis wir hier aufleben. 15 Millionen 310.409 haben wir und 16 Millionen 500.000 brauchen wir zum Aufsteigen. Also hier steigt man schon sehr langsam auf. Aber wir sind Rang 66 und da bin ich stolz drauf. Da wird nur einiges gehen, Leute. So, wir spielen auf Medium. Das heißt, ein bisschen anders wie vorher muss das hier ablaufen, sonst gibt's in die Fresse. Ist ganz einfach. Ja, was werden wir dann da nehmen? Ich würde sagen, zwei Spike Factories. Aber ich brauche auch die Bananen. Wir nehmen den hier und ich versuche den Bananentower zu nehmen. Den werden wir dann nachher hier wieder weggeben, sozusagen. Jetzt lassen wir mal hier ein bisschen schießen. Dann kriegt er seine Towerchen und dann ist er glücklich. So, jetzt hat er Tower und jetzt nehmen wir die Bananenfarm. Weil wir brauchen hier ein bisschen extra Kohle. Und danach schauen wir weiter. Was kostet es denn? 1000, okay. Damit können wir leben. Way viel. So, in 2-3 Runden sollten wir die 1000 haben. Way 5. Ich sag mal, Ende Runde 7 sollten wir die 1000 haben. Hammer locker, hammer locker. Ich glaube, das wird sich ausgehen. Sieht gut aus. Ah, das könnte sich Ende der Runde ausgehen. Ah, wird knapp, wird knapp. Wird sich nicht ausgehen. Scheiße, aber knapp. Runde 8 haben wir die Bananenfarm und das Problem ist gelöst. So, die setzen wir jetzt mal dezent hierhin und los geht's. Als nächstes das Affendorf. Da brauchen wir 1600. Dazu werde ich einmal dieses Upgrade nehmen hier. Dass das ein bisschen zackiger geht mit den Bananen. Wave 10. Wave 11. Oh! Ah, ich dachte, das sind Camouflags. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken vor den Gelben hier. Ist nicht so gemütlich. Wave 12. So, Wave 13, das wird sich ausgehen, das Affendorf bald. Also auf Hard wird es richtig spannend und unplatzbar. Das wird schon eine richtige Herausforderung hier. So, den können wir jetzt setzen. Jetzt setzen wir so gut es geht hier in die Mitte. Und wir sind bei Wave 14. Jetzt nehmen wir eine Spike Factory für die Sicherheit dann, dass da niemand durchflutschen kann. Zweimal Nagelfactories, zweimal die linke Seite. So werden wir es machen. Ey! Schweinepriester! Habt ihr das gesehen? Lol! Also, auf unplatzbar wären wir jetzt schon dran. Sind schon ein paar Schweinchen hier durch. Das geht gar nicht, Leute. Das geht gar nicht. So, hier eine hin. Und dann hat es mal ein Ende mit dem Durchflutschen. Wir sind bei Wave 16. Wollt ihr schon wieder so einen Sauhund hier durch, Leute? Dann nehmen wir gleich eine zweite. Das wird mir zu risikovoll hier. Das geht gar nicht. Wave 18 haben wir. Das passt mir überhaupt nicht. So, wir werden jetzt so schnell wie möglich die beiden Nagelfactories upgraden. Beziehungsweise den hier noch vorher. Das ist sogar noch wichtiger, weil der haut gut rein. So, jetzt die Nagelfactories und dann den erst wieder. Machen es doch umgekehrt. Dicke Nägel sind modern. Wave 23. Weil dann haben wir hier nämlich doppelt Schutz vor den Stahlbluns nachher.
Das hilft schon auf jeden Fall. So, den ersten habe ich. Wolf 26. Der zweite wird sich auch noch ausgehen, denke ich. Wolf 27. Gleich müssen wir das hier haben. Jawohl, Hammer. Okay, jetzt haben wir zweimal die heißen Nägel, die schön für die Stahlblums geeignet sind. Wolf 28, da sind die Scheißer. So, jetzt wird der hier abgegradet. Kostet nicht so viel, aber war gut, dass wir es erst jetzt machen. So, Wave 29, Wave 30. Es geht zügig voran hier. So, jetzt kommen schon mehrere von den Stahlbluns hier, aber es haut noch hin. Wir brauchen mehr Specs. Das haben wir jetzt gesehen. Sonst wird das hier nichts mehr. Wir brauchen wirklich mehr Specs. So, wir nehmen einmal das und einmal das hier. Dann werden wir schön upgraden hier. Es ist schon ein bisschen ungut hier. Also auf hart wird es richtig giftig werden. Und es ist jetzt schon nicht leicht. Also das sind schon ein bisschen fortgeschrittene Strecken. Da werdet ihr ein bisschen knabbern müssen. So, Wave 33. Wie sieht's hier aus? Ja, okay. Dann werden wir den mal upgraden hier, dass wir ein bisschen mehr Moos kriegen. So. Damit wir das Geldproblem unter Kontrolle kriegen hier. Wave 35. Regenbogendinger schon, aber es geht. Wave 36. So, dann werden wir gleich den upgraden. Das geht sich auch noch aus. Wunderbar. Zack. Stahlblums wieder. Wow, 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 wow. Wollen schon weit durch hier, die kleinen Säcke. Brauchen nur mehr Spikes. Das nehmen wir mal beidseitig. Das muss man jetzt investieren. Das passt mir gar nicht. Zieht euch das rein hier. Das ist schon eine knappe Sache hier. Ja, wie gesagt, wir nehmen die linke Seite. Die dicken Spikes. Das wird aber auch teurer. So, haben wir die mal. Und hier ebenso. Auch wunderbar, jetzt kommen Keramikdinger. Die sind natürlich auch giftig wie Sau. Was brauchen wir noch? Wir nehmen einfach die hier. So, zweimal für den Stärksten immer. Der soll die Keramikpusses hier raussaugen. So, da oben das Gleiche natürlich. Den stärksten. Jetzt brauchen wir natürlich Kohle, dass wir den schön ausbauen können hier. So, bauen wir zuerst den einen aus, dann den anderen, ist ja egal. Ist ja kein Problem soweit. So, bis auf das Boss-Upgrade, das fehlt natürlich noch. So, die Keramikdinger werden schon mal eingesaugt. Das haben wir erfolgreich hingekriegt. Für den Boss haben wir die Specs, das haut hin, zumindest für den ersten Boss. Danach müssen wir schauen. Am besten noch mehr Bloom-Chipper, 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 Bloom-Chipper. Ja, und wichtig, das Auge. Das Auge, das ist natürlich sehr wichtig. Das werden wir jetzt dann hier nehmen. So, jetzt wird auch mehr gepoppt. Das Upgrade hier hat gefehlt noch. Zwischendurch nehmen wir das, dass die auf die Camouflage noch gehen. Das wäre nämlich nicht so schlecht. Danach sparen wir mal hier auf die 10.000, dass wir mehr Kohle kriegen. So. Das Boss-Upgrade, wie gesagt, haben die Bloom-Chipper auch noch nicht. Die Rasenmäher, Häcksler oder wie auch immer. Aber die Stahl- und Keramikdinger saugen sie schön raus. Wobei, es ist natürlich nur einer, das muss man sagen. Das heißt, ja, wenn da jetzt mehr kommen, mehr Bosse, dann wird's blöd. Ne? Beziehungsweise mehr Keramikdinger, dann wird's auch ziemlich doof. So, Wave 48. Ich sammle gerade Kohle. So, wir können eins machen. Hier das rechte Upgrade mal nehmen. Ich
Ich glaube, eine Bananenfarm reicht mal vorerst. So. Das läuft. Wave 49. Auch eine sehr giftige Wave normalerweise. Schauen wir, wie wir uns hier schlagen. Die Keramiks gehen schon mal ein bisschen durch. Das gefällt mir gar nicht. Aber es ist noch auszuhalten. Jetzt kommen natürlich die Herzen. Das wird richtig giftig hier. Aber wir haben es geschafft. Ich möchte nämlich den jetzt upgraden, damit wir so schnell wie möglich das Auge haben. Das ist wirklich sehr wichtig. Das Gute ist, wenn der Boss hier Platz saugt, der die kleinen Keramiks dann ein. Das ist natürlich eine super Kombo. Damit kann man gut arbeiten. So. Wave 51, Leute. Ich riskiere das jetzt. Wir werden nichts upgraden. Ich möchte hier das haben. Das ist das Wichtigste jetzt überhaupt. Da kommt einiges auf uns zu. Wave 52. Wir müssen nur eine Spur aushalten, dann geht's. Also auf schwierig müssen wir eine andere Taktik nehmen. Das ist vollkommen klar. So, jetzt kommt der schon da durch. Das ist ganz schlecht. So, geht sich das jetzt endlich aus? Noch immer nicht, aber bald. Jetzt geht es hier raus. So, immer auf dem ersten. Los geht's. Wave 53. Jetzt kriegt er das Upgrade nur. Das ist ganz wichtig hier. So, jetzt geht der auf, beziehungsweise alle auf die Camouflags, auf die Tarnblooms. Das war auch sehr wichtig. Dann das Boss-Upgrade für die zwei Bloom-Chipper hier. Das haben wir auch noch nicht. Bei Wave 54 haben wir es noch nicht. Also das ist sauber spät. Aber hey, wir kommen klar. Und es geht so. Der erste hat es. Der zweite kriegt es auch gleich. Wave 56. So, 10 Runden später haben wir das. Mal 2. Aber immerhin. Und weiter geht's mit Wave 57 und Kohle sammeln. Wave 59 wird wieder giftig. Ein Supermonkey könnte man in die Mitte setzen, das wäre gut. Ja, das werden wir auch tun. Ich sammle jetzt nur Kohle für die zwei Spike Factories hier. So viel Abwehr haben wir nicht, wenn was stoßweise kommt, kriegen wir das voll ab hier. Und das wird jetzt gleich kommen, ich habe so ein Gefühl. Wave 59. Ja, hier kommt schon einiges. Das Auge versucht sein Bestes, aber es geht jetzt schon ans Eingemachte hier. Wir müssen noch was machen, man sieht's. So, das erste haben wir geupgradet, den zweiten natürlich noch. Gut, der Boss ist jetzt nicht das riesige Problem, das geht. Wave 61. So, sehr viele Herzen. Jetzt werden wir ein Problem kriegen. Scheiße, sage ich drauf. Scheiße, das wird knapp. Das wird knapp, Leute. Das wird knapp. Besonders hier unten wird es irgendwie so knapp. Da oben geht's ja irgendwie noch. Komisch. Ja, gut, weil hier diese Dinger da aufgehalten haben halt. Wave 62, wir werden jetzt den einfach upgraden hier. Das müsste dann schön gehen. Wave 62, nicht 61. So. Braucht die Kohle. Gut, wer braucht es nicht? Zwei Boomerang Tower könnten hier auch gut Abhilfe schaffen. Wave 63. Das meine ich mit Stoßweise. Das ist schon ziemlich dreckig hier. Fuck. Oh, jetzt haben wir verdrückt. So eine Scheiße. Du kannst die nicht so schnell nehmen. Es ist einfach die Scheiße. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zockerandi von Gameplay Deluxe. Tschüss.